Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein neues Unboxing für dich und zwar ist bei uns die Zoo Royal Schatzkiste eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast und mit uns zusammen diese wundervolle Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy hat offensichtlich schon Bock. Ja, und wir waren eben... Läuft bei ihm. Wir waren eben mit ihm spazieren, waren eben mit ihm auch draußen spielen und jetzt dürfte er entsprechend in Laune sein, um das Unboxing mit mir zusammen zu machen, denn ich möchte auch immer dafür sorgen, oh, Mausi, dass er Bock drauf hat und dass er das auch einfach genießt und deswegen dauert es manchmal dann doch den einen oder anderen Tag länger, dass wir das Unboxing machen, wenn er vielleicht einfach keine Lust hat oder so oder lieber schmusen möchte, dann macht das keinen Sinn, wenn ich ein Video drehe oder so und ja. Er hat Lust. Ich glaube schon, ne? Genau, ich habe zwei verschiedene. Ich habe einmal die für Hunde und die für Katzen. Die für Hunde darf Sammy behalten und die für Katzen werden wir an die liebe Marion weiter verschenken. Denn die bekommt von uns oder ja von mir ein Geburtstagspaket gepackt, ne? Und da kommt auf jeden Fall die Wild Taste Zoo Royal Schatzkiste für Katzen rein. Denn sie hatte einen No-Buy-Monat im August und Sammy hat echt Bock. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Ich muss ihm das immer wieder sagen, denn er ist ja ein Schweizer Schäferhund, jedenfalls teilweise. Und er denkt immer, ich bin ein Schaf. Da muss er mich immer antreiben, irgendwas zu machen. Okay, so, die Zoo Royal Schatzkiste erscheint ab und an mal. Ich weiß gar nicht, in welchem Turnus die erscheint. Ist halt eine Box aus dem Online-Shop, prall gefüllt mit leckeren Sachen für den Hund oder eben für die Katze. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Sammy, hier ist der Platz. Ganz genau. Der kleine Mann. So. So schaut der erste Blick in die Box aus. Und das sieht auch schon mal sehr vielversprechend aus. Und wir nehmen mal das erste raus. Und das ist ein Spieli, Leute. Das ist ein Spieli. Es ist ein Knochen. Warte, Maus. Ich muss erst gucken, was es ist. Warte. 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 Das ist von Kali, ein Plush-Toy, ein Hundespielzeug und es hat ein Quietschi drin. Okay, es wird nicht lange überleben, ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Mäuschen, Fräuchen muss gleich erst die pieksigen Sachen entfernen. Warte. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber du musst kurz warten. Warte kurz. So schaut das von der einen Seite aus und so schaut das von der anderen Seite aus. Sammy sitzt. Komm mal hier hin, an die Seite. Ich mach das mal eben ab, okay? Dann kannst du es auch gleich direkt haben. Das fühlt sich super weich an. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist eine gute Geschichte. Und ich sehe schon, da sind noch mehr Spielzeuge drin. Denn du hast in diesen Schatzkisten sowohl Spielzeuge als auch Leckerlis, als auch manchmal so ein bisschen zum Probieren Grundnahrungsmittel für Hunde. Und ja, na gut, du darfst es haben. Oh, es ist weich, ne? Das passt so schön zum Teppich. Wie, und jetzt liegt es da und jetzt ist es okay oder was? Mausi. Naja, Hauptsache er hat's. Wenn dir gefällt unsere Wild Taste Schatzkiste, dann auf ins Abenteuer Wildnis. Mit dem Code WILD2020 bekommst du ab einem Mindesteinkaufswert von 49 Euro, gültig bis zum 15.10.2020, ein 5-Euro-Gutschein. Schön. Gutscheine sind nicht kombinierbar. Der Mindestbestellwert allgemein beträgt 14 Euro. Aha, ja, nett. Ne? Und es gibt auch so ein Gewinnspiel mit dem Hashtag Zoo Royal Schatzkiste, kann man entsprechend auf Instagram, glaube ich, genau, die nächste Schatzkiste gewinnen. Sammy, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Dann hinten rum. Warte. Hier sind auch noch Flyer und so, aber ich glaube, der kleine Mann möchte direkt einfach mal, dass ich irgendwas auspacke. Kann das sein? Ich habe hier von Manufaktur Hardys Crafties. Scharf, 100% Frischfleisch, vakuumgetrocknet, sehr gute Verträglichkeit, Premium-Fleischsnacks für deinen Hund. Na guck, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Das ist aus 100% frischem Fleisch, vakuumgetrocknet, ein Single-Protein, ein 100% natürliches Produkt, ohne Getreide, es ist zuckerfrei, ohne Konservierungsstoffe, aus gentechnisch, ohne gentechnisch veränderte Zutaten und es ist besonders lecker.
Denn so schaut das aus. Okay, da ist dann viel getrocknete Schaf drin. Sammy, das Bock mit deiner kleinen Schnauze. Du musst mit deinen Barthaaren aufpassen, Sammy. Nicht, dass ich da aus Versehen reinschneide. Hm? Riecht schon mal ganz angenehm. Also das, ne, stinkt jetzt nicht oder so. Und das ist wirklich so vakuumiertes, gefriergetrocknetes Fleisch, wo halt die Feuchtigkeit entzogen ist. Und es scheint zu schmecken. Was ist? Wie geht's jetzt? Und ich glaube sogar, dass diese Box oder die Zurreal-Schatzkisten jetzt mittlerweile allgemein getreidefrei sind. Und das ist schon mal ganz nett. So. Deine Beute für den Wolf im Hund von Dokas, ausgezeichnet für artgerechte Haltung. Hm? Achso, das ist einfach nur so ein Werbeflyer. Ja, aber komm, den halten wir in der Kamera, Sammy, ist okay, ne? Noch ein Kampf? So, hier haben wir tatsächlich dann auch den Flyer. Ohne Getreide und Zuckerzusatz und hoher Fleischanteil, das gilt für alle Produkte. Beute in der Box, auf ins Abenteuer Wildnis. Die Wild Taste Box überzeugt durch hochwertige Leckereien mit extra hohem Fleischanteil, ganz ohne Getreide und Zuckerzusatz. Damit ist für die naturnahe Ernährung deines Räubers gesorgt. Das ist wirklich ein Räuber. Er sieht hier nämlich, dass das offene Päckchen hier neben mir steht und da räubert er sich gerade hin. Und damit dein Wirbelwind beschäftigt ist, gibt es auch noch reichlich Spielspaß zu entdecken. Sammy, bist du ein Räuber? Kann das wohl? Diese Hardys, da steht jetzt hier kein Preis dran. Da steht überall kein Preis dran. Den müssen wir uns raussuchen, Maus, ne? Ist nicht schlimm, aber da stehen nochmal Informationen zu den einzelnen Produkten. Geh mal hier vorne hin, komm. Und hepp. Wenn ich über mich drüber hüpfe, ne? So ist gut. So, als nächstes haben wir von Jim Dog Pre-Bites Chicken with Parsnip and Beetroot. Hm. Ist dann wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit rote Beete, kann ja sein, ne? Das ist dieses Produkt. Das sind halt wirklich so große Größen. Vision. Sammy, du darfst heute alles essen. Das ersetzt aber dann tatsächlich dein Abendbrot, Maus, ne? Ja, 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 ja. Mmh, das riecht sehr, sehr lecker. Also rote Beete, ja gut, ne? Sehr weich tatsächlich auch. Huch. Genau, bei roter Beete darf man sich halt nicht wundern, wenn dann gegebenenfalls das, was am Ende dabei rumkommt beim Hund, dann auch vielleicht ein bisschen farblich verändert aussieht. Ich meine, es ist ja nichts anderes bei uns auch, ne? Wenn wir rote Beete essen, dann ist auch alles rot. Unsere Hände, unser alles. Und wenn der Hund dann vielleicht auch mal so einen roten Mund hat, kann es daran liegen. Also nicht wundern. So, dann haben wir eine uns sehr bekannte Marke, und zwar Moonranger. Da hatten wir schon das ein oder andere Nassfutter von. Und das hier sind Filetstreifen vom Huhn. Und das ist getreidefrei, gefriergetrocknet. Und das sieht auch soweit so gut aus. 100 Gramm sind hier enthalten. Und Moonranger scheint so eine Marke von Zurreal zu sein, denn hinten steht Zurreal auch nochmal drauf. Warte. Riecht das gut? Mensch, das riecht gut. Meinst du, das riecht gut? Soll ich aufmachen? Warte, ich krieg das aber nicht auf. Na, guck mal. Hui! Gut, dass du mich hast, dass ich diese ganzen schweren Verpackungen öffnen kann für dich. Stell dir vor, du hättest mich nicht. Keiner wird sie dir öffnen. Riecht das gut? Ja, das sind halt so große, gefriergetrocknete und dementsprechend dann ja sehr, sehr leichte Filetstreifen. Die einfach mal eingeatmet werden. Noch ein. Ein bisschen krümmelt das schon, Maus. Ne? Das musst du aber gleich hier sauber machen. Ich habe hier eben extra gesaugt. Warum eigentlich? Das frage ich mich wirklich jedes Mal. Aber immer, wenn ich hier meinen Boden filme, will ich vorher halt einfach saugen. Ne? Ha. Okay. Na, sieht, da sind noch ganz viele Krümel. Die musst du alle aufnehmen. Komm. Du schaffst das schon. Okay, hier haben wir von Dokas Kaninchen-Innereien, Lunge, Magen und Herz. Ja, schön. Das Werte-Kaninchen... Hä? Das Werte-Kaninchen-Belobigung. Compassion. Hä? Verstehe ich nicht. 100% Kaninchen ist hier enthalten. Mach, da hast du mich jetzt aber hier angekrümelt. Das ist dein Krümel. Die musst du auch essen. Das sind alle deine Krümel. Hier hast du das schön zusammen. Ja, ja.
Okay, ja. Deine Beute. Wieder verschließbar. Das sind so gut wie alle Produkte hier. Das finde ich immer sehr praktisch, denn durch die Hundefoodboxen, und das ist ja in dem Sinne ja Feedboxen, ne, hat sie mir hier natürlich immer wieder mal was Neues offen. Dann ist es immer gut, wenn es wieder verschließbar ist, wobei ich das auch gerne mal in so Weggläser umpacke. Das riecht alles so gut, ne? Das riecht alles so gut. So, das sind jetzt so zusammengedrückte Viecher. So schaut es aus. Das ist platt, ne? Wie Chips. Ist das wie Chips? Oh, da sind aber auch so dicke Sachen drin. Ich denke, das ist dann Herz, ne? Ja, wenn man ein Tier hat oder einen Hund hat, ne, dann muss man vor sowas halt ganz entspannt bleiben. Also das muss man ja auch bedenken. Es ist halt gut fürs Tier. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich das dritte davon finden könnte. Ah, einen kriegst du noch. Das sieht auch so, weiß ich nicht, platt gemacht aus, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. So. Oh. Bevor wir dann zu den Grundfuttersachen kommen, habe ich hier noch ein Spieli, was so knistert. Ich weiß nicht, ob Sammy das gut findet. Von Zoroyan ist das mit Knisterfolie Hundespielzeug ein Waschbär-Anthrazit. Ja, aber das scheint ihn jetzt eher zu beängstigen, als dass er das cool finden würde. Ja, die Krümel sind interessanter. Mal gucken, ob er sich drauf stürzen wird. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, weil sich das halt unterschiedlich anfühlt, ne? Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Mal gucken, Sam. Aber du weißt ja immer, dass Frauchen immer erst die Schildchen abschneiden will, weil ich kenne das, dann hängt die da zwischen den Zähnen und dann guckst du wieder so komisch und ich bin an allem schuld und so, ne? Willst du ihn haben? Nein, Frauchen, gib mir Futter. Gib mir Futter. Okay, wir haben hier nämlich noch drin, das kannst du ja gleich mal probieren, Sammy. Ich meine, bei Trockenfutter, da sollte man die Umstellung immer nur vorsichtig machen. Ich mache das bei diesen Proben, die wir mit dabei haben, immer so, dass er das dann einfach nur zu einem Drittel Mahlzeit mit ins Futter eingemischt bekommt oder so. Und hier haben wir einmal Belcando und das hier ist ein Probebeutel von einem Kilo oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ein Kilo Adult GF Beef. No Grain Formula. Rezeptur ohne Getreide. Ist doch nett, getreidefrei. Das kannst du gleich mal probieren, das können wir ja gleich mal aufmachen. Und ja, das machen wir gleich so. Und dann darfst du dir auch eine Dose aussuchen, welche wir dazu machen, Mausi, ne? So, erstmal machen wir das auf, dass die Leute auch schauen können, was da so drin ist. Ja, es sieht halt aus wie, wie ganz normales Trockenfutter, ne? Ist jetzt nichts Spektakuläres. Belcando ist eine gute Marke, das kann man dem Hund auf jeden Fall bedenkenlos geben. Riecht sehr, sehr angenehm tatsächlich. Also das riecht wirklich gut. Ne? Und das mische ich dann auch gerne, wie gesagt, mit normalem Futter und auch mit Nassfutter. Deswegen gebe ich ihm da jetzt nicht allzu viel von. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Nassfutter. Das wird er gleich direkt bekommen von Miam Miam, vorzügliches Kalb an gedämpfter Zucchini. Edel, edel. Er leckt einfach die Verpackung hier erstmal ab, ne? Läuft bei ihm. 200 Gramm sind hier enthalten. Dann haben wir noch Dog's Love. Feine Kost für feine Hunde. Das ist mit 55% Wild ohne Getreide und in Österreich hergestellt. Wild. Mit Kartoffel, Zwetschge und Sellerie. Ja, das hört sich ja auch mal nett an, ne? Cool. Dann haben wir als vorletztes von Granata Pet Lieblingsmahlzeit für den Hund. Das ist mit Lamm- und Hühnerherzen, mit Erbsen, Fenchel, Topinambur und Leinöl. 400 Gramm hat diese Dose. Ja, wir machen gleich eine Trinkpause, Sammy. Und als letztes haben wir hier drin von Zoroyal Charlies Naturkost Lamm und Rind mit Kartoffeln und Distelöl. 68% Lamm und Rind. Und ja, auch das wieder. Eine mittelgroße Dose. Und jetzt würde ich sagen, Sammy, ich mache die Tür auf und lass dich mal kurz eine Trinkpause machen und dann kannst du das einmal probieren. Wie wär's? Gehst du hier hin? Und während du das futterst, kann ich dann die Katzenkiste vorstellen. So machen wir das. Sitz. Einmal kurz warten, bitte.
Ja, ja. Ich muss aber was reinmachen, Mausi. Pass auf, jetzt bist du über deine eigenen Spielzeuge gefallen. Dahin. Der Napp ist noch leer. Da muss ich jetzt was reinmachen. Vorsichtig, vorsichtig mit der Nase, Maus. Sitz. Sammy. Sitz. So ist es. Ja, für mal kann ich dir das auch mal mischen mit dem neuen Futter. Aber ab morgen früh bekommst du erstmal wieder dein normales Futter. Ne? Das ist jetzt nur eine Ausnahme. In Dosen sollte man die Hunde übrigens nicht unbedingt auslecken lassen, weil die scharfkantig sind und das ist nicht so gut. So. Der Marc kann da noch entsprechend auch ein bisschen Wasser zugeben. So mache ich das ganz gerne für Sammy. Vielleicht ab und an mal eine Möhre dazwischen klein schneiden oder so, ne? Aber so mache ich immer Sammy sein Essen. Vor allem sein Abendessen ist immer ein bisschen abwechslungsreicher. Da ist Nassfutter mit drin. Für morgens gibt es dann immer nur Trockenfutter. Genau. Da fährt er aber ganz gut mit. Und vor allem oft ist es dann so, dass er morgens so ungefähr gar nicht frisst. Weil er sich denkt, nee, Frauchen, also nur Nassfutter, nur Trockenfutter. Und ich denke mir, dann soll er halt nichts fressen, ne? Wie so ein kleines Kind. Leute, ich sag euch das. Ein kleiner Feinschmecker ist er schon geworden. So, was ich, ja, das ist eigentlich böse und man darf es nicht machen, aber was ich bei Sammy immer mache, ist, er darf den Löffel ablecken. Es gibt tatsächlich Hunde, die nehmen den Löffel komplett in den Mund. Und Sammy so, nö, nö, ich leck den einfach ganz vorsichtig ab. Genau. Ach so, so schaut das Futter dann übrigens aus, was er dann so bekommt. Und, ja. Guten Appetit, Herr Hund. So, und während der kleine Mann dann jetzt vor sich hin mümmelt, ach komm, ich nehme dir mal dein Halsband ab. So. Ja, so ist gut. Zeige ich euch mal die Zoroyal-Schatzkiste Wild Taste für Katzen. Dann hat der kleine Mann nämlich was zu tun und ich kann die Katzen auch zeigen. Finde ich total großartig. Auch hier haben wir diesen 5-Euro-Gutschein mit dabei und auch hier ist dann nochmal der Flyer, wo drin steht, was drin ist. Es kann natürlich sein, dass die Boxen so minimal variieren. Das kann sein, ne? Dann haben wir hier einmal ein kleines Katzenspielzeug. Das ist so ein kleiner... Oh, ist das ein Eichhörnchen? Okay. Dann haben wir von Catfood Leonardo mit Lachsöl, Fasan und Cranberries. Das ist dieses hier. Außerdem haben wir noch ein Spielzeug. Das ist irgendwie so ein... Was bist du? Das ist so ein Zwischending zwischen Kaninchen und Maus, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, vom Optischen her. Dann haben wir von Mera Country Taste Snacks. Tasty Bits. Rind. Lecker, lecker. Du hast doch jetzt nicht im Ernst aufgegessen. Scharf. Dann haben wir ein weiteres Katzenspielzeug und zwar Matatabi. Okay, das ist dieses hier. So ein Glöckchen ist da auch irgendwie wohl dran oder so. Nee, das ist einfach nur so ein Rollvieh mit Holz. Hätte ich jetzt als Hamsterspielzeug fast schon tituliert, wenn ich noch einen Hamster hätte. Hm, damals war das hier nämlich mein Hamsterzimmer und nicht mein YouTube-Zimmer. Na komm, Sammy, du kriegst noch ein bisschen Pommes. Was soll der falsch sein? Und dann von Hardys Love Affair Cats Soul Food. Getreidefreie Rezeptur. Reich an frischem Huhn und Lachs. Das ist dieses hier. Das scheint dann auch ein Trockenfutter zu sein. Von Mia Moore Sensible Snack, 100% Ente gefriergetrocknet. Das ist dieser Snack. Von Yosera Nature Cat, haben wir hier auch drin. 400 Gramm und das ist mit Geflügel und Lachs auch wieder. Für die Katzen gibt es hier eine große Nassfuttergeschichte mit Pute ist das. Wet Care. Monosensitive. Wow, das ist mal ein Oschi, ne?
Das ist echt krass. Von Max. Dann von Zoo Royal Minkas Naturkost mit Rind und Huhn, mit Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Das scheint ja 100 Gramm, ne? So eine ganz kleine Nassfuttergeschichte zu sein. Aber auch Katzen kommen wirklich gut auf ihre Kosten, würde ich hier mal echt sagen. Dann haben wir hier 70 Gramm von Almo Nature mit Huhn mit Möhren. Oh, guck mal, das würde Sammy auch schmecken, ne? Dann haben wir hier von Granata Pet Symphonie Nummer 7 Huhn und Fisch. Und last but not least ist in der Katzenbox drin von Venandi Animal Premium Katzenfutter Huhn als Monoprotein und das ist naturbelassen. Na, guck mal, da werden sich die zwei Katzen von der lieben Marion garantiert drüber freuen, denke ich mal. Weil das ist ja schon mal eine gute Auswahl, was sich hier drin befindet, ne? Wie kriegt man das denn jetzt hier wieder rein? Sieh, das ist für Katzen, nicht für Hunde. Hast du deine zweite Portion auch schon auf? Du bist ein Räuber, ein Kämpfer, eine Fressmaschine. So, ich habe es jetzt wieder reingekriegt. Oder habe ich noch irgendwo was liegen lassen? Man bekommt übrigens bei Zoo Royal abgerissenen Einkaufswerten auch immer wieder irgendwelche Goodies mit dabei. Ich habe jetzt dieses Mal so eine Tasse mit dabei bekommen. Die kriegt aber auch die liebe Marion, denn das ist irgendwie so eine I love my cat Katze, fand ich ganz süß. So, dann kommt dein Napf jetzt mal zur Seite. Und dann würde ich sagen, Sammy, setze dich hier zu mir. Komm her. Nein, da. Da. Sammy. 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 Komm hier. Und er so, nee, ich gehe jetzt wieder zu meinem Napf und leck ihn weiter aus. Nicht die Dose auslecken, das ist nicht gesund. Mit deiner Zunge. Komm mal hier hin. Hier hin. So. Wir müssen kurz das Video beenden, okay? Ihr Lieben, das war jetzt das Unboxing von der Zoo Royal Schatzkiste Wild Taste. Sammy hat es offenbar gemundet, nicht wahr? Ja, junger Mann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir und von Sammy auch natürlich. Ich verlinke euch mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten irgendwo da den neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!